Euer Umlautmann! Heute im Studio! Ganz schön rar, dieses Mikrofon! Auf jeden Fall glaube ich, dass Kirby langsam Dünnschiss bekommt im zweiten Part. Hier so hin? Muss ich vielleicht Feuer saugen? Saug, Kirby! Saug, saug, wie du noch nie gesaugt hast! Warum leuchtet das... Ich meine, wenn ich sowas essen würde, wäre ich den ganzen Tag auf dem Pott. Naja, viel Spaß. Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Part Kirby auf diesem Channel. Endlich ist es soweit. Nach, ja, paar Tagen kamen jetzt mehr oder weniger unregelmäßig Videos auf diesem Kanal. Ich möchte mir selber keinen Druck machen. Am Wochenende hatte ich Besuch, jetzt die Tage Arbeit und ich denke mal, dass ich jetzt am Ende der Woche endlich mal vorproduzieren kann. Und dass ich endlich in eine Art Rhythmus reinkomme. Hoffe ich zumindest. Ich nehme das Ganze heute auch spätabends dienstags auf, sodass wir heute am Mittwoch einen neuen Part bekommen, weil normalerweise sollte heute ein Part erscheinen. Ich habe mich gestern um 0 Uhr rangesetzt, wollte einen Part aufnehmen, allerdings hat das Game nicht gespeichert. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das möglich? Das Game speichert automatisch. Naja, alles gut und ich hatte gestern um 0 Uhr dann echt keinen Bock mehr, das Level nochmal zu spielen. Dementsprechend ist ja auch gut. Wir zocken jetzt das zweite Level hier in Kirby und das vergessene Land. Ab durch den Tunnel oder ab durch die Ecke. Schließen den Abschnitt ab, rette die versteckten Wardly-Wardly-Dees. Und wir sind mal wieder schön am Jodeln. Wahrscheinlich ist halb YouTube schon durch mit dem Game und ich hänge auf jeden Fall hinterher, aber das ist voll okay. Also generell glaube ich auf jeden Fall, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, dass die Videos auf dem Kanal wahrscheinlich ein bisschen untergehen werden, weil ganz YouTube einfach mit dem Bums hier voll ist und ich kann es auch irgendwo verstehen. Also Release Games ist immer sehr, sehr anstrengend, also beziehungsweise schwierig als YouTuber zu spielen, weil ey, ganz YouTube ist full und die meisten schauen sich halt bei Größeren an, das ist einfach so. Aber wir wollen uns natürlich nicht unterkriegen lassen an der Stelle, dementsprechend zocken wir einfach mal gemeinsam Kirby, denn es ist ja ein Game... Was recht, ja. Digga, was zum Heiligen? Das Ding können wir halt hundertprozentig wieder ein... Nein, Mando, Kirby! Lass das Schwert drinnen, bitte. Ich komme schon nicht mit der Steuerung klar. Yo! Was? Das Ding können wir nicht einsaugen? Können wir das Ding kaputt machen? Ui! Junge, der einzig wahre Jackpot. Holy crap. Und das wird jetzt ein bisschen... Junge! Jetzt verstehe ich auch den Titel. Ab durch den Tunnel. Ja, das ergibt Sinn. Okay, here we go. By the way, wurde mir fleißig ein paar Kommentare hineingeschrieben. Yo! Digga, was sollte das denn? Ich habe jetzt so ein paar Kommentare überflogen, aber ich habe mir jetzt nicht explizit vor dem Part nochmal die Kommentare angeschaut. Aber Kirby soll wohl irgendwie 6 oder 7 Welten haben. Also jedes Kirby-Spiel hat wohl so viel. Wow! Und dementsprechend befinden wir uns in der ersten Welt mit, ich habe gar keine Ahnung, wie viele Level, das sind aber auch nicht so viele. Ich glaube, das ist recht überschaubar gewesen. Also von daher easy, easy. Yo! Achso, müssen wir, um die Truhe zu öffnen, erstmal alle Bosse hier, beziehungsweise alle Feinde besiegen. By the way, sind wir in der Lage, beziehungsweise können wir so einen so eine Sprungattacke machen. Einfach springen mit dem Attackenknopf und dann machen wir das auf dieser ganz stylischen Basis. Yo! Digga, da haben wir schon Wardly die Nummer 1 gefunden. Sehr, sehr nice. Das Game ist so cute. Das Game ist so cute. Und es ist seit langer Zeit mal wieder einfach ein cooles Jump-and-Run-Game von Nintendo. Was sind by the way diese Sprungfedern? Warum sehen die so aus wie ich? Digga, die kopieren mich aber auf dieser ganz anderen bösen Basis. Ah, herrlich. Einfach schön. Irgendwie so einen Goldhaufen würde ich jetzt auch ganz gerne mitnehmen. Yeah. Bada bang, bada bang. Warum ist vor diesem Raum so ein 3-Sterne-Türchen? Also, was genau will mir dieser Raum sagen? Dass ich eine gute Nudel bin wie SpongeBob? Freunde, wer kennt die gute Nudelfolge? Ehrenfolge. Erinnert mich so ein bisschen an diese... Wie heißen die? Mario, diese Stacheldinger? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Erinnert mich auf jeden Fall böse daran. Gibt es bei The Rain eine Möglichkeit, wie wir schneller auf den Boden der Tatsachen zurückkehren? Weil, sobald ich mehrmals springe... Ah! Braucht Kirby ultra lange, um auf den Boden zu kommen. Also langsam wird es echt peinlich, weil wir bald sterben. Beziehungsweise die Schwertfähigkeit. Ich glaube, wir sollten noch überleben, oder? Yo, was ist das für ein Special Secret Raum? Juhu! Und warum haben die so viel Leben? Junge, lass mich rein! Kann ich mich hier durchstopfen oder reinsaugen? David hat saugen gesagt. Und ich verwechsel jedes Mal den B- und Y-Knopf. Können wir jetzt rein? Was? Ich kann auch... Yo, Kirby Meister! What's poppin'? Alter, ich bin ziemlich beeindruckt wie T-Shirts. Yo,
Müssen wir hier oben lang? Also wenn das wirklich das Rätsel ist... Ich bin halt der Rätselmeister 4000. Wisst ihr? Professor Layton wurde mit mir gemacht. Die Macher von Professor Layton haben damals angefragt, ob ich ein paar Rätsel machen kann. Und ich meinte zu denen, ey, gar kein Problem. Sollte easy machbar sein. Oh shit. Alter, das Level ist echt cool. Wir haben hier so ein paar Untergrundpassagen. Mit diesen komischen Feuerdingern. Oh nein! Das Schwert! Ich will das Schwert bitte behalten. Dankeschön. Okay, ganz in Ruhe. Rüber. Dankeschön. Im Übrigen, ist das Kirby hier, habe ich gelesen. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass die anderen Kirbys 2D sind. Das ist das erste 3D-Kirby. Hat mich überrascht. Also, dass Kirby bisher immer im 2D-Stil gewesen ist. Also, for real, das wusste ich bisher noch nicht. Der Rätselboss kehrt zurück. Also, wundert mich, dass erst ein 3D-Kirby so spät kommt. Also, ich meine, 3D-Marios gibt es ja auch schon seit einer halben Ewigkeit. Seit einem halben Millennium. Die ersten 3D-Marios kamen schon vor deiner Geburt. Zumindest von einigen Zuschauern. Ihr seid alles Jungspunden und ich bin ein alter Sack. Ich merke schon die Rückenschmerzen. Nee, es geht. Wobei ich sagen muss, am Anfang meiner Ausbildung hatte ich schon böse Rückenschmerzen. Weil irgendwann mein... Als ob ich darin... Nein! Digga, als ob man darin stirbt. Come on! Das sah übelst aus wie so ein Secret Y Room. Spawnt jemand nach? Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, am Anfang meiner Ausbildung... Ach so, guck mal, wir müssen hier diese Zündschnur betätigen. Ja, spuck mich mal mit Feuer... Hallo! Spuck mich mal an, bitte, okay? Ja, hier hin. Ah! Hier so hin. Muss ich vielleicht Feuer saugen? Saug, Kirby! Saug, wie du noch nie gesaugt hast! Schauschwert. Ich hätte das Schwert eigentlich gerne behalten, wenn ich ehrlich bin. Yo! Ist das eine Bombe? Digga. Nicht, dass wir auch in den Knast kommen wie Apo R.E.D. wegen Bombrink. Lunte zünden? Und dann... Lol, guck mal. Wir können sprinten. Ah! Oh, Kirby! Lauf, Kirby! Oh, Mann, oh! Und rein geht's in die Olga! Yeah! Insane. Das, meine Freunde, meine lieben Freunde, ist for real. Freaking insane. David, wie viel Denglisch willst du noch benutzen? David Doppelpunkt, ja. Okay, Hündchen, du siehst mich nicht! Wie gekonnt wieder reinsliden, als ob wir einen Tanuki-Schwanz hätten. Also einen Schwanz hat Kirby ja, aber kein Tanuki-Schwanz, was? Alter, was bist du denn für ein... Junge, was? Hi, kann ich dich... Frage beantwortet. Frage definitiv beantwortet. Was passiert hier? Warum leuchtet das... Wir sind eine Treppe. Alter, das ist aber langsam halt echt brutal. Das ist langsam echt brutal, wie wir unsere Gegner hier komplett Hopserino nehmen. What? Können wir mit der Treppe springen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, rechts ist der reguläre Weg und wir sollten erstmal vielleicht hier lang gehen, ja? Das sollten wir tatsächlich. Aber wenn wir die Treppe jetzt hier so ausspucken, in meinem jugendlichen Leichtsinn. David hat spucken gesagt und dann... Nee, können wir nicht. Schade, Marmelade. Okay, Treppe wieder einsaugen. Ui. Warte mal. Ui. Also, ist es beeindruckend, was Kirby kann? Sollte man sich einen eigenen Kirby wünschen? Nee, Freunde. Also, gerade haben wir es halt nach 22 Uhr bei mir. Aber, wenn ihr das Video guckt, muss es nicht unbedingt nach 22 Uhr sein. Versteht sich natürlich. Können wir das Ding... Yo! Woo! Und da haben wir schon wieder diese Figürchen, die wir sammeln können. Für unsere Figurensammlung. Uiuiuiui. Achso, das können wir nur ausspucken, alright. Ich hab das Gefühl... okay, die Treppe spawnt nach. Also die Treppe werden wir definitiv benötigen. Ui, saugen!
Hasta la vista, Baby. Und wir brauchen wieder Fire. Aber wozu haben wir jetzt die Treppe mitbekommen? Also wir haben da, ich glaube für das letzte Wardly Wardly. Wir finden aber nicht alle Missionen. Also wir haben bisher noch nicht alle Missionen gefunden. Why? Oh shit, nein, wir brauchen... Oh nein, Kirby, als ob du nicht so schnell an Höhe gewinnen kannst. Na, verdammt. Wir müssen die Treppe hundertprozentig hier abstellen. Okay, Kirby? Stell diese wunderbare Treppe hier mal hin. Umfallen. Nein, 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 nein. Ausspucken, bitte. Danke. Und nochmal Fire, Fire, Fire. Fire. Okay. Freunde, war schön, euch gekannt zu haben, aber der Umlautmann muss sich an der Stelle einmal verabschieden. Wah! Und zum nächsten Wardly Wardly. Und wir haben alle Wardly Dees gerettet. Aber wir haben die andere Mission noch nicht freigeschaltet. Also keine Ahnung, was die anderen Missionen sagen, aber wir holen uns erstmal die einzig wahren freshen Münzen hier ab. Müssen wir vielleicht solche komischen... Nein, müssen wir nicht. Interessant. Ich fühle mich gerade so absolut brutal, dass wir das Ding einfach in Flammen... Alter, ist das Game noch kinderfreundlich? Ist das Game überhaupt noch so kinderfreundlich, wenn wir gerade einfach mal diese Dinger so böse... Ich will die Feuerfähigkeit behalten. Ich fühle mich gerade wie die Feuerbändiger aus Legenden vor... Legenden... Von Avatar, der Herr der Elemente. Ich wollte erstmal sagen, Legende von Aang. Freunde, wer hat in Real Life... Finde den Geheimraum, entzünde vier Laternenschall. Also für die 100% kann man den ganzen Bums nochmal nachspielen, aber... Yay. Hol ich offscreen nach, Freunde. Freunde. Wer von euch hat die Real-Life-Verfilmung von Avatar damals gesehen? Das war, also laut den Kritiken, damals eine der schlechtesten Real-Life-Verfilmungen. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, warum das so war. Also for real. Ich weiß nur noch, dass niemals ein Nachfolgerteil kam, was mich schon traurig gemacht hat als Kind, weil ich ja unbedingt diesen Nachfolger sehen wollte. Ist das ein Secret-Level? Sind das zwei Secret-Level? Die geretteten Wardly-Dees haben ein neues seltsames Gebiet entdeckt, die Straße der Schätze. Vielleicht warten dort seltene Items auf dich. Freunde, das wird ein Cliffhanger. Wir gucken uns erstmal das nächste Level an. Und dann, im nächsten Part, gucken wir uns die versteckten Abteile an. Es ist der einzig wahre Cliffhanger-LP. Mein Name ist nicht Umlaut-LP, sondern Cliffhanger-LP. Und for real, das Feuer ist ja mal so mächtig. Ich liebe es. Und die was bist du, Sonic? Junge, du hast dich verändert. Alle sagen das. Yo. Also die Kirschen sind dazu da, dass wir Leben aufladen. Aber ich finde das Feuer gerade viel zu episch. Genauso, yo, wie das Baguette ist drei Snacks von Baumstümpfen. Das wollte ich nicht machen. Aber behalten wir einfach mal diesen Waffendude. Es ist schon spät, Freunde. Ich bin nicht mehr in der Lage, gerade zu reden. Wir haben schon zwei Snacks. Geht schneller als man... Ui! Alter, ist das gerade Fortnite geworden? By the way, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, in Fortnite kann man nicht mehr bauen. Nenn mir was Traurigeres, bitte. Aber ich finde es irgendwo cool, das Bauen in Fortnite war immer absolut nervig. Wie kriegen wir das Ding auf? Wie müssen wir das Ding... Oh, wow, 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 wow. Kirby, behalt den Schuss, bitte. Behalt den Schuss. By the way, ich kann ja mal so ein bisschen von meinem Tag heute erzählen. Oh shit, das war's. Und dort haben wir schon mal einen versteckten Wardly Dee. Yes. Ich war heute ganz normal am Arbeiten. Bin dann nach dem Arbeiten bei meinen Eltern zum Mittagessen gewesen, also um 5:30. Bin dann irgendwann um 7 Uhr hier angekommen. Hab dann schon mal das Hauptkanal-Video geschnitten, was ihr heute auf dem Hauptkanal sehen werdet. Puh. Ich weiß aber nicht, welches Video zuerst erscheint. Dementsprechend will ich euch nicht spoilern. Es erscheint heute ein Hauptkanal-Video. Was ist das hier für eine leuchtende... Yo! Tschüss, Memo. Ich glaube, das hatten wir im ersten Level schon mal. Beeindruckend, Mann. Beeindruckend. Dementsprechend möchte ich euch nicht spoilern. Und wir haben es gerade 22:10 Uhr, wo ich das Ganze aufnehme. Also muss ich heute Abend, ja, dieses Video noch zu Ende schneiden. Aber so viel Schnittarbeit ist es nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Aber das meiste, also das Schwierigste teilweise an den Umlautmann-Videos immer,
sich zu dem Umlautmann zu verkleiden. Ja gut, das mache ich auch nicht immer. Meistens. Quasi aus dem letzten Part zu berichten. So, das ist... Das ist meistens diesen inneren Schweinehund, den man da besiegen möchte, muss. Ich muss sagen, ich schneide lieber stundenlang, als manchmal mich irgendwie zum Umlautmann zu verkleiden. Aber das ist meistens so, wenn man die Kamera aufstellen muss, etc. Also total suspekt, obwohl das nicht lange dauert, schiebt man es meistens vor sich hin. Wisst ihr, das sind so diese kuriosen Dinge im Leben, die man nicht verstehen muss an Produktivität. Also, wie gesagt, schneiden ist für mich einfacher. Huch, sind das wieder Münzen? Nein, der dritte Snack! What a wing, what a wing! Lauf! Oh mein Gott, Kirby! Wisst ihr, was ich in Zeichentrickserien nie verstanden habe? In Zeichentrickserien konnte man immer nach links oder rechts ausweichen, aber die Hauptcharaktere haben es nie getan. Nein, als ob ich daran springen konnte. Und das hat mich damals immer böse getriggert als Kind. Ich dachte so immer, Bro, warum bist du so ein Vollidiot? Und läufst du einfach nach links oder rechts? Warum läufst du vor diesem Ding weiterhin auf der geraden Route weg? Nie gecheckt. Das ist, Mist, muss ich ja gar nicht ablegen. Das wurde mir auch in die Kommentare hineingeschrieben. David, ich muss meine Waffen nicht ablegen, um beispielsweise ein Auto jetzt voll zu saugen. Wie gesagt, das habe ich als Kind nie verstanden, wenn man irgendwie offener, weiß ich nicht, vor einem... In einem Schneegebiet von einem riesigen Schneeball weggelaufen ist, der immer größer geworden ist, dass man nicht einfach nach links oder rechts läuft. Das hat mich immer böse getriggert. Können wir damit? Nee, können wir nicht, okay. Aber wozu haben wir das Auto bekommen, um hier durchzusprinten? Für Speedruns? Oder herrscht doch ein tieferer Sinn hinter diesem Auto? Aha. Sherlock hat wieder zugeschlagen. Aber das war der vierte. Wir haben zwei Wardle-Dees leider übersehen. Ich glaube, ein Wardle-Dee war dort, wo der Ball quasi... Der Ball, sage ich schon, dieses riesige Gestein-Dingens, diesen Boden mitten nach unten gerissen hat. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Wardle-Dee. Aber gut, Freunde, ihr könnt auf jeden Fall gerne in die Kommentare hineinschreiben, ob wir ja alles in Level suchen sollen. Fahre, ohne in den Abgrund zu stürzen. Entdecke auf deinen Weg bergauf den Seitenpfad. Okay. Oder ob wir quasi einfach nur das Game hier zocken. Also ihr könnt auf jeden Fall sehr gerne in den Kommentaren abstimmen. Ist es das schon gewesen? Es ist das... Okay. Also die ersten Level waren länger. Aber umso besser. So kommen wir ganz... Ausflug in... Okay, wir haben 7 Wardle-Dees gesammelt. Tschüss! Okay, okay, okay. Aber, und da ist schon wieder so ein Portal ins Nix. Freunde, Cliffhanger LP lässt grüßen. Der nächste Part wird länger werden. Der nächste Part wird uns Aufschluss darüber geben, was genau sich in diesen Portalen befindet. Und von daher, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Abonniert den Umlautmann. Cheerio, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Haut rein, bye bye. Und am Ende des Videos sage ich den Kanalmembern Dark Empire und Blackback Basti. Zwei süße Mäuse, die süß sind. Haut rein! Real.